Guten Morgen Deutschland, heute möchte ich euch aus dem Bericht zur Lebensmittelsicherheit etwas zu ionisierten Strahlen im Allgemeinen und den Ergebnissen der Prüfung bezüglich der Strahlenbehandlung von Lebensmitteln, die nach Deutschland eingeführt wurden, berichten. Grundsätzlich können Lebensmittel erstmal mit ionisierenden Strahlen behandelt werden. Das ist erstmal für mich auch relativ neu gewesen, aber was gibt es denn da für Gründe? Man kann ihre Haltbarkeit erhöhen, um die Anzahl unerwünschter Mikroorganismen zu verringern oder um diese eben abzutöten oder zur Entwesung von Insekten oder um eine vorzeitige Reifung, Sprossung und Keimung pflanzlicher Lebensmittel zu verhindern. Diese Behandlung darf aber nicht willkürlich erfolgen, sondern sie muss technologisch sinnvoll und notwendig sein. Dazu muss sie gesundheitlich unbedenklich und für den Verbraucher nützlich sein. Und sie darf auch nicht als Ersatz für Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen, gute Herstellungsmaßnahmen sein und landwirtschaftliche Praktiken. Zugelassen sind in allen EU-Staaten inklusive Deutschland Kräuter und Gewürze. Aber aus Großbritannien dürfen zum Beispiel bestrahlte Fische, Geflügel, Getreide und Obst importiert werden. Aus Holland zum Beispiel können unter anderem auf jeden Fall Hühnerfleisch, Hülsenfrüchte, Garnelen und tiefgefrorene Froschschenkel importiert werden. Aus Frankreich Reismehl, Getreideflocken, Eiklar. Aus Belgien Obst und Gemüse und Knoblauch und aus Italien zum Beispiel Kartoffeln und Zwiebeln. Doch was bedeutet es überhaupt technisch, wenn Lebensmittel bestrahlt werden? Die Lebensmittel kommen nicht in direkten Kontakt mit der Quelle der Bestrahlung. Auch besteht die Strahlung, diese ionisierte Strahlung entgegen landläufiger Meinung nicht aus radioaktiven Atomen oder Partikeln. Und auch werden die Lebensmittel durch die Bestrahlung nicht radioaktiv. Die Lebensmittel werden in abgeschlossenen Gefäßen, Metallgefäßen glaube ich, um die Strahlungsquelle herumgeleitet und werden dabei maximal mit 10 kg bestrahlt, was letztlich mir nichts sagt, aber ich habe da mal nachgelesen, man kann ungefähr sagen, dass 1 kg eines Lebensmittels, was bestrahlt wurde, ca. 2 Kalorien durch die Strahlung an Energie gewinnt. Ja, soweit so gut. Wie kann ich eigentlich erkennen, ob ein Lebensmittel bestrahlt wird oder nicht? Das muss klar und deutlich auf der Packung angegeben werden und sogar dann muss dies angegeben werden, wenn der Inhaltsstoff, der eigentlich aufgrund der geringen Quantität nicht mit auf der Packung angegeben werden muss, enthalten ist. Beispielsweise bestrahlter Pfeffer in einer Gewürzmischung auf einer ansonsten unbestrahlten Pizza muss eben im Zutatenverzeichnis, wo eigentlich nur Gewürze stehen, beim Namen dieser Zutat mit der Angabe bestrahlt oder mit ionisierenden Strahlen behandelt angegeben werden, obwohl der Pfeffer eigentlich gar nicht angegeben werden müsste. Auch mal was durchaus Positives an der bisher eher skandalösen Lebensmittelsicherheitsfront. Und ja, das wollte ich nur mal so sagen. Wie waren denn nun die Ergebnisse? Jetzt kommen wir ja eigentlich zum Thema. Also es wurden letztlich 2886 Proben in dem Jahr untersucht und bei erfreulicher Weise gerade mal 45 Proben konnte eine ionisierte Strahlung nachgewiesen werden und davon lediglich 14 Proben, die eine nicht zulässige Bestrahlung erhalten haben oder wo die Zulässigkeit der Bestrahlung nicht ganz geklärt ist. Das sind gerade mal ungefähr 1,5%. Es mutet zwar für mich persönlich schon irgendwie etwas befremdlich an, dass ich mich darüber freue, dass man Produkte gefunden hat, die mit einer nicht zulässigen ionisierenden Bestrahlung behandelt wurden, aber nach den letzten beiden Videos, die ich zum Thema Lebensmittelsicherheit gemacht habe, ja, empfinde ich das ja, subjektiv schon ja, irgendwie als eher positiv. Die beiden Videos, die für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, die findet ihr oben in der Infobox. Beim ersten ging es um die krebserregenden Aflatoxin mit Feigennüssen und Co. Und beim zweiten um die skandalösen Zustände in der Rinderhaltung und ja, die schriftlich festgehaltenen Reaktionen seitens der Behörden. Ja. Bei welchen Lebensmitteln wurden denn nun die nicht zulässigen Bestrahlungen gefunden? Zur einen Hälfte aus dem Bereich Krustentiere, Schalentiere und Fische. Und zum anderen aus dem Bereich, und da wird es interessant, Nahrungsergänzungen, Kräuter und Gewürzen. Leider stand nichts Konkretes da. Weiterhin empfinde ich die quantitative Entwicklung dieser doch recht unnatürlich anmutenden Form der Lebensmittelverbesserung über die letzten Jahre als positiv. Denn während
die Gesamtmenge der bestrahlten Lebensmittel in der EU im Jahre 2006 noch 15 Tonnen betrug, ging diese bis zum Jahr 2013, also dem letzten Jahr, wo ich jetzt die genauen Zahlen habe, um das ca. Dreifache auf 5700 Tonnen zurück. Wenn wir aber schon beim Thema Bestrahlung angekommen sind, dann kommen wir auch um ein Thema nicht herum, was auch in den Berichten der Lebensmittelsicherheit mit erwähnt ist, und das sind die Spätfolgen des Unfalls im Kernkraftwerk von Tschernobyl. Damals wurde eine beträchtliche Menge an radioaktiven Elementen freigesetzt und die konnten sich dann sozusagen in der Atmosphäre verbreiten und ja, entsprechend auch in den Lebensmitteln zu finden sein. Im aktuell vorliegenden Berichtsjahr, das aus 2013, kam es dann zu überhaupt keiner Überschreitung in den beprobten Lebensmitteln. Also an der Strahlenfront quasi sieht es eigentlich bei weitem nicht so schlimm aus wie bisher bei den Ergebnissen, die ich analysiert habe. Und man kann da auch mal durchaus etwas positiver in die Zukunft schauen, meiner Meinung nach so. Und ja, und da jetzt nur ein genereller Kommentar zu YouTube im Allgemeinen. Ich habe hier mittlerweile über 1500 Menschen, die mich hier abonniert haben und ca. 1200 bis 1500 Klicks pro Tag auf meinen Videos gesamt. Und mein YouTube-Auftritt hat sich ja von einem reinen Erfahrungsbericht nun auch in einem Wissens- und Infotainment-Kanal entwickelt. Was ich richtig gut finde, weil das eine nicht unerhebliche Seite meiner Persönlichkeit bedient und darstellt. Und ja, ich dadurch dieses auch wunderbar ausleben kann. Und da interessiert mich das aber viel, viel mehr, wie ihr die Videos findet. Aber von den 1500 Menschen, die eines meiner Videos sozusagen täglich schauen, bekomme ich im Schnitt mit zwar steigender Tendenz ungefähr 100 Kommentare und 50 Daumen Rückmeldungen. Das bedeutet, von 10 Menschen, die sich die Zeit nehmen, ein Video zu schauen, gibt nur einen Feedback in Form von einem Kommentar oder von einem Daumen. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht so lange bei YouTube, aber mich irritiert die Zahl irgendwie. Also ich habe auch keine Vergleichszahlen von anderen YouTubern oder sowas, da ich ja in keinem Netzwerk bin oder in so einem Konsortium oder irgendwie professionell betreut werde oder so. Aber ich wollte einfach, ja, einfach mal die Gelegenheit nochmal nutzen, um darauf hinzuweisen, dass ich da wirklich ein richtiges Interesse habe, zu wissen, wie ihr mein Video fandet. Und von 10 Leuten, ja, würde ich schon ganz gerne, dass 5 Leute wenigstens sagen, was abgeht. Das bedeutet, wenn ihr jetzt keine Zeit habt, einen kurzen Kommentar zu schreiben oder aus irgendeinem anderen Grund der Anonymität und so weiter das nicht möchtet, würde ich mich einfach auch wirklich nur über ein Feedback per Daumen freuen, ob euch das gefallen hat oder ob euch das nicht gefallen hat. Es kostet nur einen Klick und ich weiß, ob euch das gefällt oder eben nicht. Wenn euch das natürlich nicht gefällt, dann wäre ein zusätzlicher Kommentar schon durchaus hilfreich. Ja, im Übrigen, für die Leute, die wollen, dass ihre Likes und Dislikes, also die Daumen oben, Daumen unten nicht im Profil auftauchen, kann man diese auch im Profil auf privat stellen, sodass ihr nach Herzenslust liken und disliken könnt, ohne dass irgendjemand was davon erfährt. Also ja, genau wie ihr euch sozusagen hoffentlich an meinen Videos erfreut, freue ich mich entsprechend über euer Feedback. Aber mir ist auch zu blöd, in jedem Video am Ende, wie der YouTube-Supporter meinte, meine Zuschauer darauf hinzuweisen, dass sie einen Daumen nach oben geben sollen oder einen Kommentar hinterlassen. Ich denke, das reicht, wenn ich das an dieser Stelle mal einmal generell tue und einfach mal erwähne, weil ja, das hat immer irgendwie so einen Beigeschmack, dieses Erwähnen von irgendwelchen, naja, wie soll ich sagen, von unmündigen Zuschauern, die irgendwie zu doof sind, daran zu denken, dass sie sich da melden und dass derjenige, der die Videos macht, sich natürlich auch über ein Feedback freut. Und da meine Zuschauer weder doof noch unbewusst sind, ja, sonst hätten sie ja wahrscheinlich gar keinen Gefallen an meinen Videos und würden mich auch instant wieder deabonnieren, verzichte ich da eigentlich wirklich konsequent drauf, am Ende zu sagen, und lasst mir einen Daumen da. Und ja, aber an der Stelle einfach nochmal der generelle Hinweis. Ja. Ansonsten kommt gleich ungefähr in einer Stunde mein Beitrag zum Projekt Herbstfreude, einem YouTube-Projekt von 7 lieben YouTubern, und in dem Projekt sind wirklich 7 liebe YouTuber am Start, worüber ich mich wirklich besonders gefreut habe. Bei solchen Projekten ja, arbeitet manchmal ja doch mit jemandem zusammen, den man vielleicht nicht so mag. Aber bei dem wirklich 7 liebe YouTuber. Mein Thema ist die geile Walnuss und wie gesagt ungefähr in einer Stunde. Ich wünsche euch da viel Spaß damit und ja, und sagt mir, ob ihr die Auswertung des Berichts zur Ionisierung der Lebensmittel auch so positiv bewertet wie ich subjektiv, oder ob ihr, und ob ihr generell weiterhin doch solche relativ trockenen Informationen auch auf diesem Kanal zu hören bekommen wollt. Und ja,
Kommentar oder Daumen. Ich freue mich auf jeden Fall auf jedes Feedback. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Donnerstag und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.